zuletzt bei Pokémon Feuerrot. Wir gehen jetzt in die Top 4. Wenn wir diese letzten 5 Kämpfe jetzt noch erfolgreich bestehen, dann haben wir unsere erste Nuzlocke gemeinsam bestanden, nachdem die Hardgold-Nuzlocke gescheitert ist. Jetzt selber treffe. Damit haben wir das erste Top 4-Mitglied erfolgreich besiegt. Absolutes Business ist der Volltreffer. Nein! Nein! Ziehen kann. Ja, Mann! So, 2 Kämpfe stehen uns noch bevor. Der Boss der Top 4, das 4. Mitglied der Top 4 und der Champ. So, und ich werde jetzt, glaube ich, auch direkt meinen Äther einsetzen, weil mein Feuersturm auf Alex, glaube ich, so gut wie aufgebraucht ist. Und Feuersturm ist verdammt wichtig tatsächlich auf ihm. So, und ich werde jetzt an dieser Stelle wieder mit Knarf leaden, weil er einfach eine gute Durchschlagspower hat und ich einfach nicht abschätzen kann, was da auf mich zukommt. Jetzt müssen wir erstmal so einen besonderen Weg laufen. Normalerweise ist das ja, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Ich würde jetzt mal, ich glaube, Siegfried, ist das Siegfried? Ich habe bereits von dir gehört, Essenja. Ja, ich bin Siegfried. Ich feiere dich, Essenja. Essenja! Vorletzter Kampf der Pokémon Feuerrot Randomizer Nuzlocke. Der vorletzte Kampf, der mich von meinem Titel trennt. Von dem Titel behaupten zu können, ich habe eine Randomizer Nuzlocke erfolgreich abgeschlossen. Und er fängt mit einem Porygon an. Auf 56, ne? Immer wieder die Level beachten. Die schießen jetzt alle über meinen Kopf hinaus. Die schießen jetzt alle über meinen Kopf hinaus. Ich drücke erstmal auf Stärke, um ihn in eine Range zu bringen, wo ich ihn killen kann. Und dann drücke ich auf den Hyperstrahl. So, er haut den Zielschuss raus. Das ist aber in Ordnung, weil er nie wieder dazu kommen wird, den Zielschuss einzusetzen. Er setzt ihn nochmal ein? Warum? Okay, ich bekomme noch eine Chance, den Hyperstrahl durchzudrücken. Sehr schön. Oh, Hyperstrahl hat er auch in der Nuzlocke nicht häufig gefällt, aber der Fail musste jetzt schon wieder kommen. Aber zum Glück war er unproblematisch. Zum Glück war er unproblematisch. Knarf holt sich sogar noch mal ein Level ab. Ne? Jedes Level zählt. Jedes Level zählt. Okay, jetzt. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Aua. Aber vertretbar. Ich darf nicht den Hyperstrahl einsetzen. Weil dann setzt er danach Psychokinese ein. Ich muss aufladen, er setzt nochmal Psychokinese ein. Ich schau mal, wie viel ich ihm noch mit einem Stärke nehmen kann. Bevor ich rauswechsle. Und das ist nicht viel. Okay, das ist nicht viel. Jetzt muss ich raus. Nein! Nein! Nein, 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 nein! 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 Fokussiert bleiben. Knarf, ich hab dich immer geliebt, Mann. Ich hab dich immer geliebt. Borak hat den Eisstrahl gelernt. So. Psychokinese wird wehtun, ja, aber der Eisstrahl tut dir mehr weh. Es stirbt nicht mal. Es stirbt nicht mal. Und jetzt kommt die Top-Genesung, ne? Ja. Du Drecksbiest. Du Drecksbiest, wie es mir auf den Sack geht mit seiner Psychokinese. Aber ich sag mal, es ist ein relativ ausgeglichenes Matchup hier, Borak gegen Latias tatsächlich. Es ist zwar schneller, dementsprechend werde ich jetzt gleich den Hypertrank einsetzen müssen. Aber ich denke, am Ende des Tages sitze ich am längeren Hebel. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, ne? Aber Moment mal, ich glaube, er wird jetzt auch die Top-Genesung einsetzen. Dementsprechend ist, glaube ich, das Gefroren vollkommen egal. Aber ich drücke auch auf den Hypertrank.
Ja, er wird auch seine Top-Genesung einsetzen, ziemlich sicher, weil es wieder im roten Bereich ist. Das Eingefroren wäre verdammt cool. What? Es taut einfach so auf? Okay, dann ist aber gut, dass ich gar keine Attacke eingesetzt habe, ansonsten bin ich gestorben. So. Hartnäckiges Biest. Aber damit ist auch Latias Geschichte. Komm, ey, was sind aber das jetzt auch schon wieder für Pokémon? Oh, so, Latias. Und ich weiß gar nicht, was wir da... Ich weiß gar nicht mehr, was wir da vorhatten. Warte mal, was hat mich rausgenommen? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht aufgepasst. Okay, ein Knilz. Ein freaking Knilz auf 58. Das ist vertretbar. Das ist vertretbar. Die Randomizer muss mir jetzt einfach auch ein bisschen Glück geben. Die Randomizer, beziehungsweise die Randomizer Nuzlocke zwingt mich dazu, hier an der Level 3 zu gehen. Da muss sie mir auch ein bisschen entgegenkommen. Und nicht jedes Pokémon darf einfach ein freaking Latias sein. So. Hier bin ich. Alex ist gesetupt. Alex, die Maschine. Oh, da kommt der Gigasauger. Oh, da kommt der Gigasauger. Aber es ist nur ein Knilz. Es ist nur ein Knilz. Und Alex droppt jetzt mit einem Feuersturm rein, der hoffentlich trifft. Bitte. Danke. Und es ist nur ein Knilz. Komm, die 4-Level-Unterschiede werden dort halt nicht viel ausmachen. Okay. Zwei Pokémon noch. Suicune. Natürlich Suicune. Was auch sonst. Natürlich Suicune. Was auch sonst. Suicune ist vom Typ Wasser. Und da habe ich nichts. Ich habe einfach nichts. Aber ich denke, ich werde zu Zetix wechseln. Weil Alex wird vom Wasser sehr effektiv getroffen. Jojo auch so. Und Borak ist am Arsch. Oh, scheiße. Latias und Suicune? So dein Ernst? Es setup den Regentanz. Mhm. Schön. Donnerschlag wird kaum was abziehen. Ich muss auf Durchbruch gehen. Ich bin schneller? Ich bin schneller als ein Suicune? Aber ich mache kein Damage. Aber ich mache einfach kein Damage. Jetzt setup da auch noch den Weißnebel. Der baut sich hier komplett auf. Soweit ich weiß, schützt der Weißnebel ihn vor Volltreffern oder vor Statusveränderungen. Eins von beiden. Ich blick da immer nicht durch. Habe ich beides nicht. Okay, Volltreffer hätte ich. Mal schauen, ob der Donner... Okay, nee, Donner ist... Ich musste es testen. Aber die Paralyse kommt durch! Scheiße. Okay. Okay. Aber die Paralyse spielt mir verdammt in die Karten. Ich schaue noch eben, wie viel eine Rückkehr macht. Einfach nur testhalber, damit ich grob den Damage abschätzen kann. Ein Windstoß sollte ich auf jeden Fall noch überleben. Nee, es ist alles sehr, sehr peinlicher Damage. Okay, aber dann haben wir jetzt schon den Regentanz, den Weißnebel und den Windstoß gesehen. Das sind alles vertretbare... Was kommt jetzt? Okay, Citrobeere. Das sind alles vertretbare Attacken. Ich glaube, ich traue mich, nochmal zu Alex rauszuwechseln. Ich traue mich nochmal. Damit haben wir auch seinen Regen wieder aufgehoben. Nur mal so nebenbei. Genau, und der Windstoß, den... Ja, den akzeptieren wir jetzt einfach. Und jetzt kommen wir mit dem... Da, durch die Paralyse... Ja, durch die Paralyse ist er auf jeden Fall langsamer. Und der Solarstrahl wird ihm jetzt wehtun. Nicht! Nicht! Okay, ich Na, verdammt, ich kann jetzt nicht nochmal Solarstrahl einsetzen. Ich kann nicht nochmal Solarstrahl einsetzen. Und der wird jetzt bestimmt mit der Top-Genesung kommen, ne? Ich drücke einfach mal Erdbeben, ja. Ja, er kommt mit der Top-Genesung. Okay, ich werde nochmal rauswechseln müssen. Ich werde nochmal rauswechseln müssen, dass ich mit Alex wieder den Sonnentag durchbekomme. Um wieder gewappnet für Solarstrahl zu sein. Okay, aber auf wen wechsle ich raus? Ich kann nicht rauswechseln. Ich bleib drin. Ich bleib drin, weil ich bin sowieso schneller. Egal, ich muss jetzt einfach nur noch eine Attacke von Suicune überleben. Und er droppt nochmal den Weißnebel. Ich weiß nicht, was seine vierte Attacke ist. Wir haben Regentanz, Weißnebel und den Windstoß gesehen. Ich weiß nicht, was seine vierte Attacke ist. Aber auch wenn es eine Wasserattacke ist, hat er sie nicht eingesetzt. Das Suicune ist weg. Mein Herz rast so unglaublich. Ihr könnt euch das nicht vorstellen.
Und jetzt kommt noch ein Trassler. Okay, 54. Ja, okay, das ist jetzt nochmal quasi so das Schmankerl danach, würde ich mal behaupten, ne? Ich setze nochmal Erdbeben ein. Alex werde ich auf jeden Fall noch mein Elixier geben, dass alle seine Attacken wieder volle AP haben. Okay, ein Kampf noch. Ein Kampf. Ein Kampf noch. Und wir sind einfach nur noch zu viert. Wir sind einfach nur noch zu viert. Der letzte Kampf gegen Metzumix, Freunde. Einer noch. Und es könnte spannender nicht sein. Unser Team wurde bereits um ein Drittel reduziert. Jetzt einfach nochmal alles auf Vordermann bringen. Alles auf Vordermann bringen. Ich habe übertriebenes Herzklopfen. So, mein Hals ist leicht zu. Ich bin so angespannt. Und es ist einfach nur ein verdammtes Videospiel. Es ist einfach nur ein verdammtes Videospiel. Aber es nimmt mich einfach jedes Mal so mit. Ich hau alles raus, was ich habe. So, wo sind meine Elixiere? Moment, ich bin safe drüber gescrollt, ja. So, Alex braucht auf jeden Fall eins. Burak braucht keins. Burak braucht keins. Der hat noch alles. Zetix hat auch noch alles. Ich drück's einfach mal auf Jojo drauf. Keine Ahnung, ich hau jetzt alles raus. Es ist jetzt auch egal. Es ist tatsächlich eigentlich auch vollkommen egal. Oh, wir haben noch 2 KP plus. Hey, hey, sieh meine an. Die drück ich mal Burak rein. Ja, moin. Keine Ahnung. Oder Moment mal. Bringt das überhaupt was? Ja, aber nur ganz wenig. Egal. So. Ah, ich leade mit Alex. Vielleicht könnte das eine One-Man-Show von Alex werden. Wer weiß. Vielleicht könnte das eine One-Man-Show von Alex werden. 4 gegen 6. Und zwar 4 Underlevelte gegen 6. Der letzte Kampf. Der letzte Kampf. In Pokémon Feuerrot, der Randomizer Nuzlocke. Entweder haben wir danach gewonnen. Oder alles war umsonst. Hallo. Auf diesen Moment warte ich schon sehr lange, Senja. Ich brauche einen starken Gegner, um mich in Form zu halten. Aber ja, ich habe halt Stuff gemacht, ne? Ernsthaft Metzumix getrunken. Ich bin einfach nur die Personifikation des Bösen. Und du, Senja, wirst mich aufhalten mit deinem Paulaner-Spezi. Niemals. Hätte ich doch nur mit Zetix geleadet. Hätte ich doch nur mit Zetix geleadet. Aber danach ist man immer schlauer. Ich werde switchen. Beim Schlupp, denke ich, kann ich mir den Luxus noch leisten zu switchen. Ich denke, bei einem Schlupp kann ich das noch. Da kommt der Slam. Der tut weh. Aber jetzt wird jede Attacke wehtun. Er ist so viele Level über mir. Ich weiß gar nicht, was sein Maximal-Level ist. Irgendwas über 60 auf jeden Fall. Sehr gut. Auch in einer schönen Range. Oh, er lässt meinen Durchbruch aussetzen. Du Arsch. Du Sack. So. Dann schauen wir mal, wie wir mit einer Rückkehr noch abziehen können. Zetix mag mich. Dementsprechend könnte Rückkehr gut Damage machen. Es reicht nicht ganz. Aber jetzt wird die Top-Genesung von ihm kommen. Und denke. Ich bin unschlüssig, ob ich raus switchen soll zu Burak, um ihm ein Toxin zu drücken. Oder zu Alex? Zetix Kampfattacke ist blockiert. Da geht bei mir nichts. Wir switchen raus und gehen wieder zum Anfangs-Setup zurück. Ich switche raus und wir gehen wieder zum Anfangs-Setup zurück. Alex kommt raus und Schlurp hat wieder volle KP. Aber er hat bisher nur den Slam gezeigt. Und der dürfte Alex eigentlich erstmal nicht so sonderlich jucken, muss man zugeben. Ich werde einfach mal das Erdbeben drücken. Das ist Alex' stärkste Attacke. Es ist Step drauf. Es ist eine Stärke 100 Attacke. Ja, Erdbeben gibt mir... Ja! Oh mein Gott, Alex, du bist so ein Genie. Ein Jurob. Ja, das will ich sehen. Solche Pokémon will ich beim Champ sehen, nichts anderes. Selbe Move nochmal.
Gib ihm Jurob und Taubsi und Radfratz und sowas. Ich hab genug gelitten. Ich hab genug gelitten. Oh, es reicht nicht. Oh, es reicht nicht. Oh, shit, 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 shit. Oh, scheiße, scheiße. Oh, ja. Okay, es ist nur ein Jurob. Okay, alles klar. Ich hatte jetzt wirklich kurz Angst. Aber es ist halt dann am Ende des Tages doch nur ein Jurob, ne? Ich gehe auf Erdbeben, da weiß ich, dass die Genauigkeit 100% ist. So. Jetzt ist es 4 gegen 4, Pokémon. Jetzt ist es 4 gegen 4. Ein Relikant. Uncool. Verdammt uncool. Ich gehe... Welchen Typ hat Relikant? Lass mich bitte nachschauen. Ist das nur Wasser oder ist das Wasserstein oder Wasserboden oder sowas? Es ist Wassergestein. Es ist Wassergestein. Das heißt, wir haben die Vierfachschwäche gegen Pflanze. Die Mind Games. Die Mind Games. Auch gegen ein Wasser-Pokémon kann sich Alex beweisen. So muss das. Okay, und da kommt das Geist-Pokémon. Da kommt das Geist-Pokémon. Ich frage mich, ob hier ein Wechsel sinnvoll ist. Und zwar ein Wechsel zu Burak mit der Psychokinese. Ich weiß nicht, was dieses Alpollo droppt. Den Spukball. Der kann wehtun. Aber zieht mir nicht mehr als die Hälfte des Lebens ab. Dementsprechend kann ich auf jeden Fall drinbleiben und mindestens eine Psychokinese rausdrücken. Sehr schön. Ja, Alpollo ist schneller, das war fast klar. Aber ich dürfte sogar noch einen Spukball überleben. Vielleicht schafft es Burak sogar, dieses Alpollo rauszunehmen. Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Das sieht verdammt gut aus. Vielleicht setzt er jetzt sogar seine Topgenesung ein. Vielleicht verschwendet er auf dieses Alpollo eine seiner Topgenesungen. Das wäre verdammt gut. Tut er. Tut er. So muss das. Und mit ein bisschen Glück, mit noch ein bisschen mehr Glück, killen wir jetzt dieses Alpollo sogar. Und dann hat er quasi einfach eine Top-Genesung in den Mülleimer geworfen. Und dann hat er nur noch zwei Pokémon. Na, schade. Egal, aber wir dürften nochmal einen Spukball überleben. Da bin ich zuversichtlich. Vielleicht kommt sogar noch eine Top-Genesung, wer weiß. Jo, es kommt noch eine. Verschwend doch die ganzen Top-Genesungen für dieses Drecks-Pokémon. So muss das. Vielleicht jetzt nochmal ein Hyrule? Wir haben immer noch die Chance, es direkt zu killen, ne? Nicht jeder... Ah, es reicht nicht ganz, verdammt, verdammt. Aber alles gut. Aber alles gut. Ich denke, damit haben wir alle seine Top-Gedeutung verbraucht. Auf Schlup hatte er schon eins. Fuck. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Es darf nicht wahr sein. Wir werden immer weiter dezimiert. Da waren es nur noch drei. Da waren es nur noch drei. Da kommt ein Knogger. Da kommt ein Knogger. Ich schau mal, ob ich einen Power Punch durchbekomme. Ich muss es probieren. Ich muss es probieren. Wer weiß, was dieses Knogger tut. Dieses Knogger tötet mich. Mit einem Fünffach. Fünf Treffer, natürlich. Und es reicht auf das KP genau. Nein, und damit müsste es doch eigentlich anfällig gegen... Oder... Das überlebe ich, oder?
Das überlebe ich doch. Das überlebe ich doch. Ja, ja, ja. So, jetzt kommt die Beere von ihm. Aber das ist okay. Er hat noch ein Pokémon. Uns trennt nur noch ein Pokémon vom Sieg. Uns trennt nur noch ein Pokémon vom Sieg. Was ist das für ein Pokémon? Was ist das für ein Pokémon? Ein Raichu. Also, um euch jetzt meinen Gedankengang zu erklären. Wir haben mit Erdbeben eine massiv geile Attacke. Aber Raichu wird schneller sein als ich. Und weil ich wissen will, was Raichu einsetzt und ob es mich in Gefahr bringt, deswegen setze ich jetzt diesen Top-Tank ein, um mich nochmal voll zu heilen, um jeglichem Risiko aus dem Weg zu gehen, dass jetzt irgendetwas Nerviges kommt. Es ist nur der Ruckzuck-Hieb. Es ist nur der Ruckzuck-Hieb. Leute, ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben die Pokémon Feuerrot Randomizer Nuzlocke mit zwei Pokémon abgeschlossen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wieso habe ich verloren? Ich habe meine Pokémon doch sehr sorgfältig aufgezogen. Verdammt, du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Aber ich gönne dir das nicht. Oh mein Gott. Es ist mir eigentlich vollkommen egal, was die labern. Ich fange einfach direkt an, loszulabern. Es ist mir jetzt wirklich vollkommen egal, was in der Story noch passiert. Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer. Es ist geschafft. Es ist geschafft. Wir haben im Laufe der Pokéliga noch 4 Pokémon verloren. Aber sie zählen trotzdem für mich zum Siegerteam dazu, eigentlich genau wie Paulana, der auch gestorben ist. Sie haben einen unglaublichen Job geleistet und jeder einzelne Tod von ihnen war im Endeffekt notwendig, um hier anzukommen, und wir haben es geschafft. Wir haben die erste Randomizer Nuzlocke hier auf dem Kanal erfolgreich abgeschlossen. Es war eine lange Reise. Es war eine verdammt lange Reise, aber ich würde behaupten, es hat sich gelohnt. Kanaltechnisch wahrscheinlich gar nicht so. Darauf wollte ich gleich noch zu sprechen kommen. Aber es war einfach ein unglaubliches Erlebnis. Es war ein unglaubliches Erlebnis und ich bin unfassbar stolz, dass wir es geschafft haben. Friends, ich danke euch für eure Treue und es ist einfach nochmal was ganz Besonderes, sowas zu sagen bei einem Projekt, was tatsächlich im Schnitt so wenig geguckt wurde. Ihr müsst euch einfach vorstellen, ein durchschnittliches LP hat bei mir im Schnitt 3000 bis 3500 Aufrufe und Pokémon war einfach immer so rund bei 1500, 1700. Also es war wirklich, also wenn man es YouTube-analytisch betrachten würde, ein absolutes Killer, also Todesprojekt für meinen Kanal, weil quasi immer Videos hochgeladen wurden, die nicht gut geguckt wurden und das ist nicht gut für einen YouTube-Kanal. Aber ihr kennt mich, ich lasse mich von sowas nicht aufhalten, ne? Und es kommen nicht mal Credits? Es kommen nicht mal Credits? Moment. Doch, es kommen Credits. Okay, alles klar. So, ja, ne, also es war, wie gesagt, kein gut geschautes Projekt, aber wir müssen uns hier immer noch die Zahl vor Augen halten. Wir reden hier immer noch von über, ich sag mal, knapp 2000 Menschen, die hier immer noch dabei sind. Also, ich weiß, diese Zahlen immer noch zu schätzen. Und ich hätte auch nicht, ich weiß gar nicht, bei welchem Part wir jetzt sind, 36 oder so, oder 37, irgendwie so um den Dreh.
Ich hätte die Videos nicht gebracht, wenn ich da nicht mit Leidenschaft dabei gewesen wäre. Man kann nicht leugnen, es ist als YouTuber nicht immer einfach zu wissen, dass man Videos produziert, die nicht die Masse seiner Community ansprechen. Aber ich weiß einfach, dass ich Leute habe, die sich bei mir Pokémon gerne anschauen. Und ich weiß auch, dass ich solche Challenges gerne mache. Und genau für diese kleine Gruppe und auch für mich habe ich das hier durchgezogen. Und ich glaube, ich kann sagen, es war ein verdammt gutes Projekt. Vor allem in der Mitte des Projekts hätte es wahrscheinlich ein bisschen mehr Output geben müssen. Da habe ich dann den Fokus auf andere Projekte geschoben. Also Pokémon Feuerrot war immer so ein bisschen das Projekt, was nach hinten geschoben wurde, wenn es Platzprobleme gab. Es musste so immer ein bisschen den Platz frei machen. Ist wahrscheinlich eben genau dem geschuldet, dass ich eben wusste, okay, da mit diesem Projekt sprechen nicht alle an. Aber trotzdem würde ich sagen, haben wir es, glaube ich, in einem guten Rhythmus gespielt, sodass man nie den Faden verloren hat. Und ich glaube auch die Folgenrückblicke haben auch immer so ein bisschen noch daran erinnert, was beim letzten Mal ging. Trotzdem haben wir es geschafft. Wir haben unsere erste Challenge in der Randomizer Nuzlocke abgeschlossen. Und ich denke, wenn ich mal wieder eine Pokémon-Challenge machen sollte, dann wird es eine andere sein. Es gibt ja noch ganz viele. Es gibt Egglocks, da wo man irgendwie mit Eiern irgendwie arbeitet. Es gibt Wonderlocks, wo man quasi sich zufällige Pokémon aus dem Internet ertauscht. Es gibt ja noch, dann gibt es noch irgendwie noch so irgendwie so eine Nuzlocke, die man Soul Link heißt, die glaube ich, wo man mit einem Parallel-Pokémon spielt und wenn quasi ein Pokémon bei einem stirbt, dann stirbt auch automatisch ein Pokémon beim anderen. Also macht es mit einem zweiten YouTuber zusammen oder mit einem zweiten Spieler. Gibt es ja auch noch. Also es gibt ja wirklich noch ganz, ganz viele Challenges, die man in Pokémon machen kann. Also ich denke, wir können jetzt einfach mal einen Haken hinter dieses Randomizer-Nuzlocke-Ding setzen. Nachdem wir bei Heart Gold leider gescheitert sind, haben wir es jetzt in Feuerrot geschafft. Und ich bin unfassbar stolz und die Top 4 hätten spannender nicht sein können. Mit zwei Pokémon am Ende noch, ne, direkt im zweiten Kampf durch die Explosion hat uns der Josie verlassen und dann immer pro Kampf einer nach dem anderen ist abgenippelt. Ich dachte mir so, nein, verlasst mich nicht. Oh, ist auch einfach mal wieder schön, in diese alte Welt von Kanto zurückzukehren. Ich habe es ja im LP erwähnt, dass Pokémon Rot mein erstes Pokémon-Game war. Und ja, ich habe seit Ewigkeiten einfach nicht mehr diese erste Region gespielt. Es war die erste, die ich in meinem Leben gezockt habe, aber ich habe sie danach nie wieder angefasst. Außer halt im HeartGold Remake, aber da ist Kanto ja auch nur quasi so diese beiläufige Welt. Also es ist ja nicht die Hauptwelt, in der man sich aufhält. Und ja, es war einfach richtig schön nostalgisch. Wir haben über schöne Themen geredet. Wie gesagt, sei es einfach ein paar Storys, die ich aus meinem Leben erzählt habe, sei es die Story rund um YouTube, wo wir ja relativ lange diskutiert haben. Also auch hier finde ich persönlich, hat dieses Let's Play 2.0 Projekt einfach wieder super gegriffen, weil eben Pokémon auch ein Spiel ist, was viele Stellen hat, wo das Gameplay einfach nicht so spannend ist. Und wenn man dann einfach Kommentare hat, über die man quatschen kann und die man einblenden kann und dass man quasi einfach zwar Pokémon spielt, aber durch die Kommentare einfach über was ganz anderes redet, dann kommt einfach ja, auch in so einem Pokémon-Projekt relativ selten Langeweile auf. Und das ist, glaube ich, das, was es irgendwie so besonders gemacht hat. Und ja, jetzt ist es vorbei. Und es ist zum Glück erfolgreich vorbei. Ich bin super stolz und ich bedanke mich bei jedem Einzelnen von euch, dass er mich auf dieser Reise begleitet hat. Danke fürs Zuschauen. Mal sehen, was das nächste Projekt kommt. Ich habe schon ein paar Dinge im Kopf. Mal schauen. Haut rein, euer Hübi.